Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 45. Das ist der Antrag der Fraktion der Freien Demokraten. Hessen ist schön. Urlaub in Hessen aktiv vermarkten. Hessische Hotels und Gaststätten in der Krise unterstützen. Drucksachennummer 2773 aus 20. Zusammen mit dem Tagesordnungspunkt 76. Das ist der dringliche Entschließungsantrag von der Fraktion der CDU und Bündnis 90 Die Grünen. Tourismusbetrieben gezielt helfen, Hessens touristische Vielfalt erhalten, Drucksache 2860 aus 20. Und zuerst hat sich Frau Knell von den Freien Demokraten zu Wort gemeldet. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Kennen Sie denn eigentlich den Kellerwaldturm? Sind Sie schon einmal durch die Lochbachklamm gewandert? Haben Sie schon ein Eis gegessen in der schönen Altstadt von Melsung oder vor der herrlichen Fachwerkkulisse bei uns in Homberg-Efze? Haben Sie schon das Kloster Heidau besucht oder den Dom in Fritzlar? Ja, ich rede vom Schwalm-Eder-Kreis. Frankenberg lohnt sich auch, ich habe da geheiratet. Oder auch die Willingshäuser Malerkolonie. Und sind Sie vielleicht auch auf dem Bahnradweg Rotkäppchenland schon Inliner oder Fahrrad gefahren? Ich sehe nicht ganz so viele Finger. All das sind lohnenswerte Ausflugsziele bei mir im Schwalm-Eder-Kreis. Der letztgenannte Radweg führt sogar bei uns durchs Dorf. Und auch wenn es vielleicht nicht überall so schön ist wie bei uns in Nordhessen, weiß ich, dass wir unzählige, tolle Orte und Sehenswürdigkeiten in Hessen haben. Und es soll sogar Menschen in diesem Haus geben, die sagen, Offenbach sei schön. Eins, zwei. Also generell kann man sagen, Hessen ist schön, aber wir müssen es besser vermarkten. Und die Tourismusbranche in Hessen und in Deutschland war eben einer der ersten Bereiche, die von den Shutdown-Maßnahmen betroffen waren. Busunternehmer mussten ihren Betrieb einstellen, Reisebüros mussten massenhaft Reisen stornieren, touristische Übernachtungen sind weiterhin nur sehr eingeschränkt möglich. Das ist für Hotels, Pensionen, Vermieter von Ferienwohnungen, aber natürlich auch für die Gastronomie eine Katastrophe. Wir Freien Demokraten wollen mit unserem Antrag erreichen, dass es eine groß angelegte Marketingkampagne gibt, die entwickelt werden muss, um die fantastischen Urlaubsziele in Hessen bekannter zu machen. Wir haben durchaus zur Kenntnis genommen, dass die Hessenagentur bei Twitter eine Karte mit hessischen Ausflugszielen veröffentlicht hat, versehen mit dem Hashtag Sommer in Hessen. Das ist schon einmal ein Anfang. Aber leider muss man auch sagen, das reicht angesichts der Umsatzeinbrüche in Hotellerie und Gastronomie keinesfalls aus. Der DEHOGA Bundesverband beziffert die Einnahmeausfälle seiner Betriebe auf 80% seit Anfang März. Auf Jahressicht werden im Schnitt mindestens 55% der Umsätze wegbrechen. Das sind topaktuelle Zahlen aus einer Umfrage aus dieser Woche. Die Lage ist also absolut existenzbedrohend. Und glauben Sie dann wirklich, dass diese massiven Einbrüche durch einen Hashtag oder ein Twitter-Posting gelöst werden können? Das glaube ich nicht. Ich hatte gehofft, dass da noch etwas kommt, dass da noch etwas in der Hinterhand ist. Aber wenn ich dann Ihren Antrag lese, dann sehe ich da irgendwie 7 Punkte Verteidigung. Ja, alles gut. Und dann, wir haben ja auch schon diese Ausflugskarte. Das ist wirklich zu wenig. Und zurück zu Corona. Besonders betroffen sind ja auch diejenigen Unternehmen, die vor der Krise gesund waren und den Mut hatten, zu investieren. Die Finanzierungspläne wurden von der Corona-Pandemie über den Haufen geworfen. Was diese Unternehmen jetzt brauchen, ist Auslastung. Das sind Besucher. Gäste, die kommen aus Hessen, aber auch aus anderen Regionen. Und dabei ist natürlich selbstverständlich, dass Hygienevorschriften eingehalten werden müssen. Wenn aber nur ein eingeschränkter Betrieb möglich ist, dann muss wenigstens dieser eingeschränkte Betrieb gut anlaufen. Und darauf zielt unser Antrag ab. Für die gesamte Tourismusbranche bedeuten die Shutdown-Maßnahmen einen Totalausfall. Und gleichzeitig ist der Tourismus eine der Branchen, die eben dann noch ganz, ganz lange brauchen werden, um wieder auf ein Vorkrisenniveau zu kommen.
Bevor mir jetzt wieder dann vorgeworfen wird, ja, die FDP, die kümmert sich dann um die Unternehmer und deren Belange, will ich auch ganz deutlich sagen, für die Beschäftigten sind die Probleme ja nicht gerade geringer. Weil als Angestellter im Hotel- oder Gastronomiebereich verdient man oft ja leider nicht ganz so wahnsinnig viel. Und wenn man dann Familie hat, über einen langen Zeitraum mit Kurzarbeitergeld nach Hause geht, dann ist jeder Tag, an dem diese Branche stillsteht, ein riesiges Problem. Die Nachfrage nach Urlaub und Ausflügen wird sich also kurzfristig auf Inlandsreisen fokussieren. Das ist jetzt schon absehbar. Viele bekannte und beliebte Reisegebiete in Deutschland wie Nord- und Ostsee, aber auch Bayern sind auch schon ausgebucht oder haben ihre Preise stark erhöht. Und hier liegt jetzt doch die große Chance für den hessischen Tourismus. Und wenn wir verhindern wollen, dass weite Teile der hessischen Tourismusbranche die Corona-Krise nicht überleben, dann ist es jetzt Ihre Pflicht, diese Branche zu unterstützen. Und diese Unterstützung muss eben auch jetzt schnell kommen. Die Sommerferien stehen vor der Tür, und gerade wenn absehbar ist, dass Auslandsreisen eben in diesem Jahr immer unwahrscheinlicher werden, müssen wir handeln. Gastronomie, Hotels, Reisebüros stehen vor dem wirtschaftlichen Ruin, und sie sind schlicht und ergreifend nicht in der Lage, dann jetzt auch noch teure Werbekampagnen zu finanzieren. Darüber hinaus wird es in einzelnen Regionen oder Unternehmen allein auch nicht gelingen, hinreichend große Werbeeffekte zu erzielen. Deswegen ist unser Ansatz, die hervorragenden hessischen Tourismusangebote eben zu bündeln. Und dieses Gesamtpaket muss dann offensiv vermarktet werden. Und diese Werbekampagne darf dann auch nicht nur in Hessen gefahren werden. Es nützt wenig, wenn wir auf den hessischen Seiten vom Ministerium oder von der Staatskanzlei das teilen. Das sorgt für Tagestourismus, aber vielleicht, hoffentlich. Aber wir müssen darüber hinaus dann auch aktiv werden. Und als Nordhessin weiß ich auch ohne Werbekampagne sehr gut Bescheid über die nordhessischen Ausflugs- und Urlaubsziele. Ich habe Ihnen ja ein paar aus der Schwalm und Umgebung aufgezählt. Aber wir haben ja auch den Edersee, wir haben das Uppland oder die Krimheimat. Aber in Deutschland, den Odenwald auch, Michelstadt, wunderschöne Stadt, aber in Deutschland und auch in den europäischen Nachbarländern, da ist der Tourismusstandort Hessen eben nicht ganz so bekannt. Und deswegen müssen wir jetzt die Chance nutzen, die in dieser Krise steckt. Und deswegen wollen wir eine ganzheitliche und groß angelegte Kampagne, die von der Landesregierung initiiert und von der Hessenagentur in Kooperation mit dem Hessischen Tourismusverband entwickelt und umgesetzt wird. Eine solche Kampagne kann und wird funktionieren, denn in Hessen ist ja für jeden Geschmack was dabei. Wir haben vielfältige Angebote an Städte- und Kulturreisen. Wir haben ein stark wachsendes Angebot an Rad- und Wandertourismus. Es gibt Wintersportgebiete. Es gibt den Kanutourismus an der Lahn und auch in Fulda. Die schöne hessische Seenlandschaft bietet große Möglichkeiten für Badeurlaub, Angler und Wassersportler, beispielsweise am Diemelsee oder am Edersee. Und an dieser Stelle habe ich dann auch noch einen Tipp für Herrn Minister Al-Wazir. Die Tourismusregion Edersee könnte ja noch viel besser funktionieren, wenn es einen Vollstau nicht nur Anfang Mai gäbe, sondern vielleicht auch wenigstens zu Beginn der Sommerferien. Das Thema Wasserstand am Edersee gewinnt durch die aktuelle Situation noch einmal an Bedeutung. Und zusammenfassend kann man sagen, die Angebote sind da, und jetzt muss eben das Land das Momentum nutzen und das Gesamtpaket bewerben. Und es müssen alle verfügbaren Kanäle genutzt werden. Dazu zählen auch Plakate, Anzeigen, Radiowerbung, Fernsehwerbung, Onlinewerbung in den sozialen Medien sind natürlich selbstverständlich. Aber die strategische Grundlage der hessischen Tourismuspolitik ist immer noch der tourismuspolitische Handlungsrahmen aus dem Jahr 2015. Jetzt liegt der Ball bei der Landesregierung. Der Handlungsrahmen muss um die aktuellen Entwicklungen ergänzt werden. Ich weiß, es gibt Tourismus 4.0 und so weiter, aber das geht ja noch bis 2024 weiter. Es muss hier berücksichtigt werden, dass Auslandsreisen kurzfristig kaum stattfinden und vielleicht auch mittelfristig dann abnehmen werden, weil sich Menschen vielleicht im Ausland nicht so sicher fühlen wie in Deutschland. Außerdem braucht es auch eine zusätzliche Schwerpunktsetzung, um der Digitalisierung Rechnung zu tragen. Vernetzung, Apps und Plattformen sind auch im Tourismus und in der Gastronomie ein ganz großes Thema, und das muss in einem strategischen Grundlagenpapier des Jahres 2020 auch mit berücksichtigt werden. Abschließend will ich noch sagen, dass unser Antrag unabhängig von weiteren Finanzhilfen, sei es vom Bund oder auch vom Land, ist. Weil
in Ihrem Antrag wird auch wieder so viel über Corona und so weiter gesprochen und die Hilfen. Aber es geht hier eben darum, jetzt auch diese Chancen zu ergreifen. Und die Form des Standortmarketings, auf die unser Antrag abzielt, soll mögliche Finanzhilfen nicht ersetzen, sondern ergänzen. Und die hessische Tourismusbranche ist stark, aber sie ist in eine situationsbedingte Krise geraten. Deswegen braucht es eine solche Unterstützung. Die muss schnell sein. Deswegen werbe ich für Zustimmung für unseren Antrag. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Knell. Für die zweiten Antragsteller hat nun Herr Hofmann von Bündnis 90 Die Grünen das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Hessen ist schön, und diesen Teil Ihres Antrages, liebe Fraktion der Freien Demokraten, ist der Teil, den ich sofort unterschreiben würde. Ihr Antrag aber schreit förmlich nach einem dringlichen Entschließungsantrag, denn kein Wort in Ihrem Antrag über die Probleme, die die Tourismusbranche aufgrund der Pandemie hat, stattdessen nebulöse Hinweise, dass sich eine im Antrag geforderte neue Kampagne sich deutlich von den bisherigen unterscheiden sollte. Was fehlt, ist der Hinweis, worin sich dieser Unterschied denn nun begründet und wie der aussehen soll. Sie reden da von Großplakaten und Radio. Also wenn das Ihr Verständnis von Marketing ist, dann erschüttert mich das schon zutiefst. Hessen ist tatsächlich schön und besitzt viele und sehr viele Regionen, die sich für einen Urlaub ganz unterschiedlicher Art, vom Wanderurlaub bis zur Städtetouren eignen. Frau Knell hat das ja sehr deutlich aufgezeigt. Da gibt es ja einiges. Und das wissen auch die Hessinnen und Hessen, die im eigenen Bundesland ihren Urlaub verbringen. Das sind nicht wenige. Aber auch die vielen anderen Menschen aus anderen Bundesländern und dem Ausland entscheiden sich immer öfter und ganz bewusst für einen Urlaub in Hessen. 2019 waren das über 35 Millionen Übernachtungen, 2015 waren es noch 31 Millionen, also eine deutliche Steigerung. Der jährliche Bruttoumsatz der Tourismuswirtschaft lag 2019 bei 13,7 Milliarden Euro. Das ist ein BIP-Anteil von knapp 4%. Im Januar und Februar 2020 stieg die Zahl der Übernachtungen um 1,1 bzw. 1,3% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Und es hätte durchaus wieder ein Rekordjahr werden können. 230.000 Arbeitsplätze im Vollzeitäquivalent arbeiten in der Tourismusbranche. Das sind nicht wenige, also in allen Reisebüros, in den Tourismusvereinen, Verbänden, in Gastronomie, Erlebniswirtschaft und Hotellerie. Und im bundesweiten Ranking der Übernachtung liegt Hessen auf dem 5. Platz. Im Bereich der Übernachtungsintensität, das ist ein rechnerischer Wert, der sich aus Übernachtungen geteilt durch Bevölkerung mal 1.000 errechnet, liegen wir auf dem Platz 4. Nur die Flächenurlaubsländer Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern liegen vor uns. Wir haben also schon jetzt ein sehr gutes Standing, auch ohne Nord- und Ostsee und auch ohne Alpen. Denn wir haben den Edersee, wir haben die Wasserkuppe, wir haben den Odenwald und hunderte weitere Destinationen im ganzen Land. Meine Heimat, hunderte. Meine Heimat, die hessische Rhön zum Beispiel, Herr Lenders, ist auf Platz 10 der beliebtesten Reiseziele Deutschlands. Wir müssen uns da nicht verstecken, wenn es um attraktive Urlaubsziele geht. Und wenn ich mich mit PraktikerInnen aus Gastronomie und Hotellerie unterhalte, dann höre ich immer wieder, dass der Urlaub in Deutschland boomt. Und das war schon vor Corona so und wird sich durch die immer noch geltenden Reisebeschränkungen noch verstärken. Die Chancen stehen gut, dass wir in Hessen ein unter Corona-Umständen spannendes Jahr haben werden. Und mit jeder Lockerung wird es besser werden. Immer vorausgesetzt, die Infektionszahlen lassen eine Lockerung zu. So, jetzt könnte man sagen, ja, dann ist doch alles gut, ist es aber eben nicht. Was dieses Jahr wahrscheinlich fehlen wird, sind die ausländischen Touristen. 2019 waren es immerhin 8,2 Millionen Menschen, vorzugsweise aus USA und China.
Diese Besucherausfälle muss man kompensieren können und eben die Monate des Lockdowns auch noch. Machen wir uns nichts vor, die Kerbe, die durch Corona und die wichtigen und richtigen Schutzmaßnahmen entstanden ist, ist tief. Vergleichbar hohe Einbußen gibt es in der Geschichte unseres Landes nicht. Es gibt da leider nichts Vergleichbares. Das muss man immer wieder betonen. Viele Medienberichte, Anschreiben, Anrufe, ja Hilferufe von Tourismusverbänden und Unternehmerinnen und Unternehmern haben uns alle erreicht. Und uns allen muss klar sein, die Corona-Maßnahmen haben die Tourismusbranche und die Gastronomie sehr schwer getroffen. Und sie wird auch die Branche sein, die am längsten unter den Einschränkungen beeinträchtigt sein wird. Natürlich können wir hier um bunte Bildchen und Plakate diskutieren und über die schönste Zeit des Jahres diskutieren. Das hätten Sie gern, die lieben Freien Demokraten. Aber es geht hier um wirtschaftliche Kennzahlen und um die Existenz vieler Unternehmer und Unternehmerinnen und ArbeitnehmerInnen. Übrigens nicht nur im touristischen Bereich, auch der regionale stationäre Handel und die regionalen Kulturschaffenden sind davon betroffen. Das Ziel muss sein, die unverschuldet in finanzielle Schieflage geratenen Betriebe möglichst zu erhalten und Hilfsangebote zur Existenzsicherung anzubieten. Den kleinen und den großen, den traditionellen Unternehmen und den Start-ups mit frischen Ideen. Und die Mittel sind wie überall Soforthilfe, Liquidität über die WI-Bank, Hessen Mikroliquidität, Steuerstundung sowie vollstreckungsrechtliche Erleichterungen und dergleichen. Ferner kann man die Steuervorauszahlungen herabsetzen, wenn absehbar ist, dass aufgrund von Corona die Gewinne deutlich geringer ausfallen. Ab 1. Juli wird die Steuersenkung auf 7% für verkaufte Speisen zum Tragen kommen. Und nicht zuletzt sollte man erwähnen, dass aufgrund des Kurzarbeitergeldes, das in sehr hohem Maße dazu beigetragen hat, die Arbeitslosenzahlen im Verhältnis zu anderen Ländern den Umständen entsprechend gering zu halten. Aktuell sind weitere Corona-Milliardenmittel des Bundes am Start, um Betriebe zu unterstützen und am Leben zu halten. Und wenn Sie mit den IHKs sprechen, dann hört man von Ihnen immer wieder, dass Sie keine branchenspezifischen Rettungsfonds wollen, sondern ein allgemein gültiges und gutes Soforthilfeprogramm bevorzugen. Und das sind die Hilfen, die bereitgestellt werden, um Unternehmen das Überleben zu ermöglichen. Und sich hier hinzustellen wie die Freien Demokraten und einen Antrag vorlegen, der suggeriert, dass im Bereich des Marketings und der Werbung für Hessens Tourismus noch nichts oder zu wenig getan wurde, das ist schon absurd. Ich habe einen Teil schon aufgezeigt und beschränken sich da auf eine interaktive Karte. Das ist doch weit mehr. Wenn Sie mal weiter gegoogelt hätten, hätten Sie das festgestellt. Also ganz aktuell gibt es ja die Aktion Sommer in Hessen. Und diese Initiative des Hessischen Wirtschaftsministeriums, dem Hessischen Tourismusverband und der Hessenagentur ist ein gutes Programm, das entstanden worden ist. Ich kann es empfehlen, sich das mal anzuschauen. Sie können unter der gleichnamigen Internetadresse Informationen zu vielen Destinationen abrufen. Sie finden unter anderem Infos, eine interaktive Karte mit Fotos von jedem Angebot sowie Besucherinformationen und weitere Links. Aber übrigens auch die vielen Tourismusverbände und Tourismusvereine selbst sind aktiv und unterstützen ihre Destination. Ganz aktuell der Spessart Tourismus GmbH die Kampagne Dein Tag im Spessart herausgebracht. Gerade vor dem Hintergrund der Corona-Einschränkungen mit sehr hilfreichen Tipps. Können Sie mal googeln. Oder auch ganz aktuell Grimm Heimat Nordhessen und die Aktion Platz für dich, dein Lieblingsplatz, mit vielen derartigen Möglichkeiten in der Region in Zeiten von Corona Urlaub zu machen. Naturnaher, sanfter und nachhaltiger Tourismus wird zunehmend Trend und eröffnet gerade dem ländlichen Raum in Hessen große Chancen auf Wachstum und Wohlstand. Radtourismus zum Beispiel spielt eine wichtige Rolle beim Branchenwachstum. 2750 Kilometer lang sind die hessischen Radfernwege, 25.000 Kilometer Radnetz beinhaltet das Radtourenplanernetz in Hessen. Nicht zu vergessen die ganz neue Kategorie Nachhaltigkeit beim Hessischen Tourismuspreis, der jährlich vergeben wird. Soziale, ökologische und ökonomische Komponenten sind hierbei entscheidend. Ich zähle noch einmal zusammen. Es sind die Marketing- und Tourismusförderung durch den dritten strategischen Marketingplan Tourismus 4.0 mit der Weiterentwicklung der Landesmarketingorganisation zum digitalen Kompetenzzentrum und den Hauptzielen Schaffung einer
optimalen Digitalpräsenz, Entwicklung einer digitalen touristischen Marke, die Qualität des Tourismus verbessern, die Zusammenarbeit zwischen Tourismus und nicht-touristischen Partnern weiterentwickeln. Zweitens, die Aktion Sommer in Hessen mit interaktiven Elementen im Netz und auch als Broschüre für die FDP. Und drittens, zahlreiche starke Marketingprogramme von regionalen Tourismusverbänden stärken die Branche und bieten regionale Lösungen. Wer sich also hier hinstellt und behauptet, es würde oder es wurde zu wenig getan, der hat nicht richtig hingeschaut. Weite Teile Ihres Antrages, liebe Freie Demokraten, sind doch schon umgesetzt oder stehen schon längst am Start. In unserem Antrag beschreiben wir den schweren Weg der Tourismusbranche durch die Krise, zollen Respekt für die Einhaltung und vor allem für die Umsetzung der Corona-Maßnahmen, die individuell sehr schwierig sind, beschreiben die zur Verfügung gestellten Hilfen und zeigen die Perspektiven für die touristische Zukunft auf. Und deshalb bitte ich Sie um die Zustimmung für unseren Entschließungsantrag. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Hofmann. Nächster Redner für die Fraktion der Sozialdemokraten ist der Kollege Eckert. Bitte schön, 10 Minuten. Auch die vermarkten wir touristisch, Herr Kollege. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lassen Sie mich mit drei Feststellungen anfangen, ich glaube, die wir alle unterschreiben können. Die erste, sie ist auch schon in der Überschrift des Antrags mit dabei, Hessen ist schön, das ist in der Tat, und da glaube ich, sind wir uns einig. Zweitens. Der Tourismus ist keine Nischenbranche in unserem Land. Mit seinen Arbeitsplätzen, der Wertschöpfung, der direkten und auch der indirekten ist er ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Wir überholen uns in den letzten Jahren quasi von alleine im nächsten Rekord der Übernachtungszahlen, was zeigt, dass das nicht nur in Hessen so gesehen wird, wie wir es gesehen haben, dass dieses Bundesland ein touristisch interessantes Gebiet ist. Und drittens, Corona hat die gesamte Tourismusbranche unverschuldet in die Krise getrieben. Und auch diese Situation wird gerade in diesem Bereich noch eine ganze Zeit lang andauern, weil Urlaub, Freizeitvergnügen und vieles zusammen, was Spaß macht, was miteinander auch erlebbar und erfahrbar gemacht wird, das wird alles noch eine Zeit lang dauern, bis das wieder richtig ins Laufen kommt, meine Damen und Herren. Und deswegen ist es richtig, dass wir uns auch mal mit dem Thema Tourismus hier im Hessischen Landtag beschäftigen, weil es ja leider Gottes so ist, dass wir uns über wichtige Wirtschaftsbranchen regelmäßig hier auch debattieren, auch im Ausschuss, aber der Tourismus nicht immer so eine richtige große Rolle spielt. Von daher herzlichen Dank an jeweils die Antragsteller. Denn die Krise hat wie in einem Brennglas gezeigt, wo wir Herausforderungen haben. Sie hat gezeigt, wo wir besonders auch noch als Politik auch quasi Überlebenshilfe geben müssen für die touristischen Leistungsanbieter, Busunternehmen, Reisebüros, all diese Themen, die wir auch in den letzten Wochen auch gemeinsam immer besucht haben. Das ist eine Herausforderung. Dafür braucht es in der Tat auch Lösungen und Hilfe. Aber quer durch die Destination, sei es der ländliche Raum, sei es der städtische Raum, zeigt auch diese Krise, wo wir Potenziale haben, die wir, wie ich finde, noch nicht ausschöpfen, wo wir sagen, wie können wir uns fit für die Zukunft machen. Und das ist im ländlichen Raum wie im städtischen Raum durchaus auch unterschiedlich. Der ländliche Raum in der Frage von, wie können wir Angebote entwickeln, wie können wir diese auch zusätzlich mit vermarkten, wie gehen wir in das Thema Qualität noch stärker rein, weil Qualität statt einerlei, das hilft dann auch dem Touristen im ländlichen Raum. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist es der städtische Raum. Und da mache ich mir wirklich Sorgen, wenn ich mir anschaue, wo die großen Zuwachszahlen in den letzten Jahren waren. 3/3 der Übernachtungszahlen in Hessen sind alle in Frankfurt, und die rühren hauptsächlich über das Thema Kongress und Kongressbereiche, ganze Veranstaltungsbranche, all dieses Thema. Und genau die leiden ganz besonders im Moment noch unter der Krise. Stichwort Messe, Stichwort aber Kongresse, all diese Themen. Und von daher ist es vielleicht irgendwie nicht so richtig passend, sich mit dem Thema zu beschäftigen, wenn es in der Tat ein großes Problem ist, wie wir dort die Herausforderungen stemmen, damit es auch in Zukunft Tourismus in unseren Metropolen mitgeben kann, meine Damen und Herren. Und ja, deswegen lassen Sie uns
diese inhaltlichen, diese qualitativen Kriterien debattieren. Und deswegen bitte ich Sie herzlich, dass wir die Chance auch haben, im Ausschuss darüber zu debattieren. Ich sage zum Abschluss gleich noch einmal was zu den beiden Anträgen. Aber dass wir gemeinsam, und deswegen habe ich das eben am Anfang erwähnt, viele Branchen diskutieren wir dort wirklich ins SG-Fach und schauen, wo können wir welcher Branche in Hessen, welchem Cluster in Hessen wie wirklich auch gerecht werden und tauschen uns aus. Nicht, dass wir immer alle einer Meinung sind, aber wir debattieren drüber. Und wenn der Tourismus so eine wichtige Branche ist, wie wir es alle festgestellt haben, dann sollten wir das auch im Ausschuss machen. Und wir schlagen Ihnen da auch wirklich vor, dann gemeinsam gerne, zumindest mit einem Großteil in diesem Haus, vielleicht zusammen eine Art Anhörung im Wirtschaftsausschuss hinzubekommen, mit denen wir mit den Destinationen, mit den Leistungsanbietern, dem HTV und anderen einfach auch mal die Chance ergreifen, in der Weiterentwicklung der Ziele, der Strategien eine Diskussion zu bekommen. Weil was ich bis heute nicht verstanden habe, ist, wenn wir über Tourismuspolitik reden, verweisen wir auf Strategien, Handlungsrahmen und ähnliche mehr. Den bestimmt aber Politik, Stichwort Parlament, überhaupt nicht mit, sondern das passiert in Verwaltung, Ministerialbürokratie und Ähnlichem. Wenn wir dann aber sagen, Politik muss Akzente setzen, sagen wir teilweise, es widerspricht aber dem Strategierahmen. Und das ist immer so ein bisschen, wir drehen uns im Kreis. Und deswegen meine herzliche Bitte, dass wir die Chance haben, uns mit diesen Themen zu beschäftigen. Und da können wir intensiv auch noch uns mit eingehen auf die Themen Nachfolgeproblematiken, Barrierefreiheit, Fachkräftesicherung. Das sind keine Themen, die erst durch Corona aktuell geworden sind im Tourismus. Die waren davor. Und diese Krise ist wie ein Brennglas da drauf. Und deswegen meine herzliche Bitte, nicht über die Anträge nachher abstimmen zu lassen, sondern sie in den Ausschuss zu geben und damit wir dort weiter diskutieren können, meine Damen und Herren. Und ja, in der Debatte geht es dann auch natürlich ums liebe Geld. Denn am Ende ist die Finanzierung für all das, was wir im Bereich des Tourismus machen, auch dann eine Herausforderung in den Destinationen, vor Ort direkt, aber auch auf Seiten des Landes. Und da mache ich mir ehrlicherweise bei dem, was wir diskutieren, wie gehen wir mit den finanziellen Möglichkeiten der öffentlichen Hand unserer Kommunen um, auch wirklich ernsthaft Sorgen. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns auch auf bundespolitischen Debatten äußern, wenn der Bund sagt, wir wollen den Kommunen finanziell helfen, damit entsprechend dort überhaupt Luft entsteht, damit sie investieren können, dann wäre das auch gerade für den Tourismus ein wichtiges Anliegen. Denn nur so haben die Kommunen überhaupt die finanziellen Möglichkeiten, auch weiterhin die freiwillige Aufgabe Tourismus überhaupt finanzieren zu können, meine Damen und Herren. Und deswegen hat auch so etwas in Berlin unmittelbar mit dem Tourismus in Hessen zu tun. Sie kennen es von manchen Debatten. Ich habe es schon öfters angesprochen, die Frage der Destinationsfinanzierung. Das ist auch eine Herausforderung, damit wir auch als Land nicht nur sagen, wir setzen mit diese Ziele und Strategien, sondern auch gemeinsam mit den lokalen Akteuren, den Landkreisen, den kreisfreien Städten, dort auch sozusagen eine Systematik hinzubekommen, weil dort bisher nach der Logik setzt entsprechend dieselbe Verwaltung vorher die Ziele, die wir dann, wenn sie dann erfüllt sind, dann tatsächlich auch nachher mitfinanzieren. Ich glaube, da haben wir einen Denkfehler in der Strategie. Wir brauchen die Frage der Finanzierung der Destinationen, damit sie sich überhaupt dahin entwickeln. Kollege Krüger nickt, wir beide sozusagen haben das Lahntal mit in unserem Wahlkreis. Da kann ich auch nicht einfach beliebig die Destinationen erweitern und sagen, damit schaffe ich Übernachtungszahlen zusätzlich, sondern ich muss in die Qualität mit reingehen, um diese Destination, die jetzt schon wunderbar ist und besuchenswert, dann entsprechend aber auch wirklich nach vorne zu bringen, meine Damen und Herren. Und deswegen, ja, es ist Lahndel-Bergland. Ich kann Ihnen über den Westerwald und über den Taunus auch noch viel erzählen, Kollege Müller. Und im Wirtschaftsausschuss haben wir ja schon über die Förderung der Gastronomie bei mir in der Region auch schon gesprochen. Ja, der Corona lenkt den Blick auf Urlaub und Erholung in unserer Region, Urlaub in Hessen. Deswegen ist es wichtig, dass wir Sichtbarkeit erhöhen, dass es entsprechend Kampagnen, aber auch Strategien gibt, wie wir das sowohl außerhalb Hessens, aber auch im eigenen Bundesland noch einmal deutlicher machen. Und deswegen, daran noch da ist, spreche ich es jetzt mit an. Ja, im Sommer braucht man auch sozusagen, ganz viele fahren sonst zum Wasser. Wenn das vielleicht dieses Jahr nicht möglich ist, brauche ich auch nachher auch sozusagen im Sommer, suche ich zumindest mit das Wasser, sei es dieses Jahr dann im See oder im Freibad oder im Schwimmbad. Und deswegen, ehrlicherweise, erwarte ich mir da auch von der Landesregierung dann mal auch unter dem Aspekt
eine Notwendigkeit, wie da eine Strategie aussehen könnte, damit Schwimmbäder, Freibäder und Badeseen in Hessen überhaupt auch im Tourismus auch möglich sind und nutzbar sind nach dem 2. Juni hinaus. Der Innenausschuss, da hatten wir so eine Debatte. Die Virologen sagen so oder so. Wir müssen mal schauen. Herr Minister, auch wenn ich begrenzte Hoffnungen immer in die Strategien der Landesregierung habe, aber vielleicht in dem Fall kriegen wir eine hin, damit wir eine Attraktivität entsprechend hinbekommen, meine Damen und Herren. Ja, es geht um Qualität des Tourismus in Hessen. Es geht um eine auskömmliche Finanzierung. Es geht um Strategie und Ziele. Ihre beiden Anträge, ja, wie gesagt, meine herzliche Bitte, sie in den Ausschuss zu verschieben. Wenn wir sie beide abstimmen wollen, dann werden wir uns jeweils kraftvoll enthalten. Ich will Ihnen kurz ein paar inhaltliche Stichpunkte dazu geben. Bei dem Antrag der Freien Demokraten ist die Frage der Kampagne mit thematisiert. Ich glaube, eine einzelne Kampagne ist nur ein einzelner Schritt. Mir fehlt der strategische Ansatz dabei. Und deswegen glaube ich, Punkt 5 ist falsch. Wir fordern die Landesregierung auf, etwas zu tun. Nein, ich hätte gern, dass dieses Parlament sich damit beschäftigt. Und deswegen ist mir die Aufforderung an die Landesregierung zu wenig, auch wenn Sie sonst Themen besprechen, die ich unterschreiben würde. Bei den Koalitionsfraktionen haben Sie Stichwort Gastronomie wieder ein paar Beispiele hingeschrieben. Sie hätten sich ja fast loben können mit, wir haben quasi die Fehler, die wir selber angerichtet haben, mit 5 Quadratmeter Abstandsregeln in der Zwischenzeit wieder aufgehoben. Das ist sozusagen auch Punkt 2. Bei Punkt 3 können wir uns intensiv diskutieren über die Frage Bürokratieabbau, auch in der Gastronomie. Ich erinnere an manche kleine Anfragen von mir, die gefragt haben, wie können wir Arbeitsschutz so organisieren, dass es nachher nicht bedeutet, 3, 4 Statistiken auszufüllen, sondern es geht um die Effizienz des Arbeitsschutzes. Da waren ehrlicherweise die Antworten der Landesregierung nicht so richtig ergiebig. Deswegen wäre das ein spannendes Thema. Nur Bürokratieabbau zu benennen, ist mir dann da aber zu wenig. Bei Punkt 7 werfen Sie Destinationen und touristische Leistungsanbieter durcheinander. Das ist sozusagen auch eine Herausforderung, warum man nicht einfach zustimmt und last not least beim Lob, Herr Präsident. Von daher meine herzliche Bitte, geben Sie das die Chance, dass wir über die wichtige Wirtschaftsbranche des Tourismus in Hessen im Ausschuss diskutieren, damit wir gemeinsam und nicht nur den Fachleuten und dem Ministerium die Möglichkeiten geben, sich mit zu beschäftigen. Ansonsten kann ich Sie Ihnen jetzt schon ankündigen, dann werden wir als SPD eine Initiative starten, damit das dann nachher im Ausschuss organisiert werden kann. Weil das Ziel ist, glaube ich, wichtig, und wir gemeinsam sollten uns um Strategien und Ziele beschäftigen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Eckert. Es war aber zeitmäßig also schon alles gut, alles in Ordnung. Ja, nächster Redner für die Fraktion AfD ist der Kollege Arno Enners. Herr Kollege, Sie haben das Wort. Alles sauber gemacht hier vorne, dann kann es losgehen. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Die an Goethe angelehnten Worte gelten selbstverständlich und ganz besonders für unser schönes Bundesland. Denn Hessen hat viel zu bieten. Schlösser, Burgen, Klöster, Höhlen, Wälder, Bergen, Seen und die Handwerkskunst. Hessen hat alles im Angebot. Auch unsere kulinarischen Spezialitäten genießen nicht nur in Hessen einen guten Ruf. Kurzum, Hessen ist immer eine Reise wert. Das zeigen auch die Zahlen von knapp 16 Millionen Gästen bei gut 35 Millionen Übernachtungen im Jahr 2019. Das Jahr 2020 fing vielversprechend mit vergleichbar guten Zahlen an, aber dann kam Corona. Und so ist es nicht verwunderlich, dass im März 63% weniger Gäste und 53% weniger Übernachtungen in Hessen zu verzeichnen waren. Umso mehr gilt es nun, den Tourismus in Hessen durch bereits aufgelegte Kampagnen schnellstens gezielt zu unterstützen, um unser schönes Bundesland erfolgreich zu bewerben. Was dem FDP-Antrag hier leider fehlt, ist der touristische Gesamtzusammenhang. Es sind ja nicht nur die Gaststätten und Hotels, sondern die gesamte Tourismusbranche, seien es die Reisebüros oder Reisebusunternehmen, alle liegen wirtschaftlich am Boden. Man kann einzelne Bereiche hier nicht separat betrachten, sondern muss den Blick dafür haben, dass im Tourismus alles Hand in Hand geht.
angefangen vom bereits erwähnten Reisebüro über die Busunternehmen bis zum Hotel oder der Pension am Zielort einer Reise. Ein Kreislauf, in dem viele Wirtschaftszweige miteinander verknüpft und aufeinander angewiesen sind. Der FDP-Antrag ist durchaus zukunftsfähig für die Nach-Corona-Zeit. Warten Sie ganz kurz einen Moment, Herr Kollege. Da hinten wäre ich dankbar, wenn ihr ein bisschen leiser seid. Danke schön, sonst kann man den Kollegen nämlich nur sehr schwer hören. Danke, ja? Für die Nach-Corona-Zeit aber aktuell etwas zu kurz gedacht. Nichtsdestotrotz geht er ansatzweise in die richtige Richtung. Schauen wir auf die aktuelle Lage der Reisebusunternehmen. Diese hatten vor Corona volle Auftragsbücher, sei es mit Klassenfahrten, Tagesausflügen und sonstigen Busreisen innerhalb und außerhalb Deutschlands. Die Vollbremsung durch Corona von 100 auf 0 hat auch bei den Busunternehmen sichtbare und schmerzhafte Bremsspuren hinterlassen, welche gestern eindrucksvoll durch die Demo belegt wurden. Die Folgen sind hier abgemeldete Fahrzeuge, in Kurzarbeit geschickte Mitarbeiter, weiterlaufende hohe monatliche Kosten und die Bedrohung der beruflichen Existenz. Dazu kommen noch die Rückerstattungspflichten für bereits gebuchte Reisen und Veranstaltungstickets. Selbst aber haben die Unternehmen Probleme, von Hotels bzw. Veranstaltern das vorgelegte Geld erstattet zu bekommen. Es wird deutlich, mit welchen finanziellen Problemen diese Unternehmen zu kämpfen haben. Dieser kurze Exkurs soll verdeutlichen, dass eben nicht nur Hotels und Gaststätten unterstützt werden müssen, sondern eben die gesamte Touristikbranche. Wie der Verkehrsminister gestern voller Stolz verkündete, hat die Landesregierung die Gelegenheitsfahrten für Busreisen in Hessen ja wieder ermöglicht. Aber Herr Verkehrsminister und meine Damen und Herren der Landesregierung, haben Sie sich wirklich genau angeschaut, was Sie da geregelt haben? Für Busreisen gelten mit Stand letzter Woche folgende Bestimmungen: ein Fahrgast auf 5 Quadratmeter Fläche und 1,50 Meter Abstand zum nächsten Fahrgast, natürlich mit Mund- und Nasenschutz. Auf den Seiten der Hessenschau wird dazu eine Ministeriumssprecherin mit den Worten zitiert: die Quadratmeterregelung helfe dabei, die Gesamtzahl der Passagiere zu begrenzen. Meine Damen und Herren, haben Sie sich wirklich vorher einmal Gedanken gemacht, was Sie da regeln? Das Einhalten der 5 Quadratmeter bedeutet in der Realität, dass in einem Bus mit 50 Sitzplätzen maximal 13 Fahrgäste mitgenommen werden dürfen. Erklären Sie den Busunternehmen einmal, wie sich so etwas finanziell rechnen soll. Hier wird nicht begrenzt, hier wird verhindert. Die Aussage aus dem Ministerium zeigt deutlich, die Landesregierung hat hier etwas beschlossen, was an fehlender Weitsicht und Praxisnähe ein echtes Negativbeispiel ist. Bei Betrachtung des folgenden Vergleichs wird auch erkennbar, dass die getroffenen Beschlüsse auch kaum zu verstehen sind. Im öffentlichen Personennahverkehr müssen die Fahrgäste eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Die 5-Quadratmeter-Regel gilt dort nicht. Meine Damen und Herren, ein Bus ist ein Bus. Und im öffentlichen Personennahverkehr ist eine Ansteckungsgefahr durch die hohe Zahl der wechselnden Fahrgäste deutlich höher als bei einer gleichbleibenden Reisegesellschaft. Auch im wieder anlaufenden Flugbetrieb ist zu erkennen, dass in den Flugzeugen jeder Platz zur Kostendeckung besetzt wird. Und zu den Mahlzeiten wird der Mundschutz trotz beengter Sitzverhältnisse abgenommen. Meine Damen und Herren, wir wissen, dass der normale Mund-Nasen-Schutz nur andere vor einer Ansteckung schützt, aber nicht einen selber. Somit ist in jedem Flieger ab einem bestimmten Punkt jeglicher Schutz nicht mehr gegeben. Fazit: Im Linienbus und im Flugzeug gelten andere Regeln als im Reisebus. Und noch nicht mal da gibt es Einheitlichkeit, wenn man sich die Aktivitäten bei Flixbus anschaut. Dieser Flickenteppich an unterschiedlichen Regelungen ist vollkommen unverständlich und weder den Reisebusunternehmen noch dem potenziellen Passagier zu vermitteln. Genau diese Inkonsequenz und eher an Willkür erinnernde Regel
zeugen deutlich davon, dass die Verantwortlichen letztlich von einer einheitlichen realitäts- und praxisnahen Regelung endlos weit entfernt sind. Meine Damen und Herren der FDP, bei Ihrem Antrag schreiben Sie von Städte- und Kulturreisen, aber Sie beschreiben nicht, wie die Menschen dorthin kommen sollen. Mir ist bewusst, dass dieses nicht einfach ist, solange die Landesregierung dies nicht durch vernünftige Regelungen klarmacht. Bleibt dem Bürger somit im Sinne des Infektionsschutzes nur der Individualverkehr, also das Reisen mit dem eigenen Fahrzeug, durchgeführt werden. Es steht außer Frage und ist somit selbstverständlich, dass auch für die AfD der Schutz der Bürger höchste Priorität hat. Aber natürlich muss auch die Frage gestattet sein, ab wann man den Ausnahmezustand verlassen und zu vernünftigen Regelungen übergehen will. Wir fordern daher die Landesregierung auf, für den Tourismus in seiner Gesamtheit einen zeit- und realitätsnahen Fahrplan für den Weg in die Normalität vorzulegen, um weitere existenzgefährdende Zustände für die Reise- und Tourismusunternehmen zu beseitigen. Und Sie müssen jetzt handeln, um die Glaubwürdigkeit Ihres Handelns beim Bürger nicht vollends zu verspielen. Meine Damen und Herren, der vorgelegte Dringliche Entschließungsantrag der Regierungskoalition liest sich für mich nicht anders als ein verschriftlichtes Eigenlob und beinhaltet keinerlei Perspektiven für die Tourismusbranche. Diesen lehnen wir somit ab. Der Antrag der FDP ist ein erster Schritt in die richtige Richtung und wird daher von uns unterstützt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Enners.